Joho, Minecraft-Freunde! Minecraft-Version 1.3.1 ist erhältlich und bringt jede Menge Neuerungen mit sich. Auch mein Texturenpack ist auf dem neuesten Stand. Im Moment ist aber nur das HD-MK Working Pack für 1.3.1 erhältlich. Am Wochenende folgen dann die anderen Texturen, wenn ich es geschafft habe, alle ordentlich zu testen. Was gibt es Neues in Minecraft 1.3.1? Mojang hat angefangen, Informationen über uns zu sammeln. Wie weit sie uns ausspionieren und ob das Ganze wirklich helfen wird, Minecraft ein bisschen stabiler laufen zu lassen. Keine Ahnung, ich habe die Funktion einfach mal ausgeschaltet. Endlich lässt sich auch der Chat anpassen. Wenn man ihn gar nicht sehen will, kann man ihn ausschalten. Wenn man nur die Befehle sehen will, schaltet man nur die Befehle ein. Und wenn einem das Ding im Multiplayer einfach zu sehr nervt, kann man die Deckkraft runterschrauben. Das ist ja schon ganz schön wichtig. Ist gerade im Multiplayer, wenn auf dem Server so richtig viel los ist. Und der Singleplayer ist ja jetzt auch irgendwie der Multiplayer und irgendwie auch nicht. Und ganz verstanden habe ich das Ganze auch nicht. Wenn wir jetzt eine neue Welt starten, können wir uns wenigstens dafür entscheiden, ob wir cheaten wollen und ob wir eine Noob-Starter-Truhe brauchen. Ich weiß ja nicht, ob man diese Noob-Starter-Truhe wirklich braucht, die seit man spawnt wirklich auf einer Insel, wo gar nichts ist, aber selbst dann bringt die einem ja gar nichts. Ist vielleicht ein ganz nettes Gimmick, ich hätte mir mehr so eine Art Instruction-Buch gewünscht, das man vielleicht findet als Schiffbrüchiger, als so eine Insel, wo einfach dann eine Truhe rumsteht. Wie dem auch sei. Die Cheat-Konsole funktioniert ganz einfach, ihr macht den Chat auf, gebt dann eure Befehle ein, ihr könnt euch auch eine Befehlsliste angucken, funktioniert ganz super. Und wenn wir dann in den Adventure-Mode wollen, ja, das ist der nächste Mode, der in Minecraft schon implementiert ist, allerdings so noch nicht aktiv wird, können wir mit Cheats einfach mal den Adventure-Mode aktivieren. / Game Mode 2 und dann euren Minecraft-Namen dahinter. Ganz einfach mal rumlaufen und nichts zerstören können. Am besten in eine Schlucht fallen, fast sterben und dann doch nicht rauskommen. Adventure-Mode weiß ich noch nicht ganz genau, was daraus werden soll. Ich bin gespannt. Und wenn ihr dann lange genug überlebt habt, um mal tauchen zu gehen, und wenn ihr dann gerade mal frisch am Ertrinken seid, das was man ja besonders gerne macht in Minecraft, könnt ihr wenigstens von dem Schaden, den ihr dann bekommt, nicht mehr wieder ins Wasser zurückgestoßen werden. Und wenn ihr dann noch weiter überlebt habt, sodass ihr die erste Nacht seht, dann fällt den Leuten vom Default-Texturenpack auf, Nachthimmel hat sich verändert. Ist aber jetzt nicht wirklich weltbewegend, muss ich dazu sagen. Ganz im Gegensatz zu meinem Texturenpack-Update. Das unterstützt jetzt nämlich Better Skies und Better Skies kommt mit dem CHD-Patcher sowieso mit, den ihr sowieso benutzen müsst, wenn ihr meine Texturen installieren wollt. Und ja, sagen wir mal, diese Modifikation hat es in sich. Was es sonst noch Neues gibt, ist zum Beispiel der Spinnenfaden, der zum Stolperfaden werden kann und Fallen aktivieren kann. Dann gibt es noch Haken, die kannst du an die Wand hängen, sieht bestimmt schön aus. Dispenser können jetzt Minecarts und Boote spucken. Und im Creative Mode haben wir eine Sortierung erhalten und eine etwas schönere Übersicht. Wir können unser Inventar endlich angucken, Sachen zerstören. Besser geht's eigentlich gar nicht. Und wenn du dann so eine magische Enderkiste machst, die gibt's ja jetzt auch ganz neu in Minecraft, dann kannst du in eine Enderkiste etwas reinlegen und aus der anderen Enderkiste den gleichen Kram wieder rausnehmen. Kannst du nicht ändern, ist einfach so. Wer es dann endlich geschafft hat, so ein paar Tage zu überleben, der möchte vielleicht seine Erlebnisse festhalten. Er schnappt sich einfach einen Huhn, einen Tintenfisch und ein bisschen Zuckerrohr, macht sich daraus ein Buch, eine Feder und dann reißt er einfach dem Tintenfisch noch seinen Tintensack aus dem Arsch und dann kannst du dir da ein ganz, ganz tolles Buch machen, mit dem du nämlich tatsächlich schreiben kannst. Das funktioniert ganz ausgezeichnet. Und wenn man dann noch weiter craften konnte und noch mehr entdeckt hat und vielleicht in der Wüste vorbeigelaufen ist oder auch in einem Dschungel, dann findet man manchmal einen geheimen Tempel. Da sollte man allerdings aufpassen, wo man hintritt, weil das kann ganz schön übel enden. Wenn ihr euch dann endlich mit dem Survival zufrieden gegeben habt und meint, jetzt werde ich sesshaft, jetzt baue ich was, dann habt ihr wenigstens jetzt noch neue Möglichkeiten, Blöcke zu setzen. Man kann die Holzblöcke zum Beispiel drehen, das ist schon mal ganz lustig. Ansonsten kann man jetzt halt Blöcke übereinander, untereinander setzen, die vorher so nicht waren. Und auch mit den unterschiedlichen Holzsorten haben sie uns jetzt endlich mal die Möglichkeit gegeben, Halbstüfchen zu setzen. Es gibt noch so viel mehr Updates, von denen ich erzählen könnte, aber das waren eigentlich so die wichtigsten, die mir jetzt zumindest gerade spontan einfallen. Ich wünsche euch viel Spaß beim Downloaden des Texturenpacks, den Link dazu findet in der Videobeschreibung. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag, viel Spaß beim Craften und wir sehen uns das nächste Mal, wenn es wieder heißt Minecraft, Battlefield, Anno, was ihr auch guckt. Bis dahin, tschüss!